Am gestrigen Donnerstag eröffnete die 50-Jährige die 19. Staffel von Germany's Next Topmodel. Nachdem die Sendung schon alle Grenzen hinsichtlich jeglicher Maße gesprengt hatte, öffnete sie nun auch allen Geschlechtern Tür und Tor. Neben den männlichen Teilnehmern überraschte aber auch Leipzigerin Julia Oehmler mit ihrem Auftritt beim Casting. Ja, ich hab's ja nicht rein gephotoshoppt, PT, mein Gesicht, scherzte sie über die vielen Fragen ihrer Follower. Da die Influencerin schon im Oktober ein TikTok, in dem sie den Ablauf des Castings gegen alle Beschwerden verteidigte, gepostet hatte, sei es jetzt auch nicht notwendig, sinnlos Spannung aufzubauen. Ich bin jetzt nicht weitergekommen, gestand sie auf Instagram. Zudem sagte sie, sie könne sich vorstellen, dass neben der Sensation von männlichen Teilnehmern die Suche nach Petite Models etwas in den Hintergrund gerückt sei. Jedenfalls glaube ich, dass dieses Jahr großes Augenmerk auf die Männer gelegt wird und dieses Diverse eben damit abgedeckt ist, so Oehmler. Ich glaube, da war niemand auch nur ansatzweise unter 1,70 Meter. Trotz alledem sei die 29-Jährige stolz darauf, den Schritt gewagt zu haben, da sie besonders während ihrer Schulzeit häufig für ihren Traum, Model zu werden, belächelt worden sei. Die schlimmste Kritik habe sie damals aber nicht von ihren Mitschülern, sondern von ihrer Klassenlehrerin einstecken müssen. Das sind genau die Lehrer, die man im Leben braucht, die in der Lage sind, Kindern irgendwie die Träume kaputt zu machen und Selbstbewusstsein zu zerstören, erinnert sie sich. Solche Leute gehören für mich nicht als Pädagogen auf die Kindheit, Menschheit losgelassen. Letzten Endes sei es dennoch sie gewesen, die vor Heidi laufen durfte, weswegen sie den Versuch auch ein zweites Mal wagen wolle.